Heute zeige ich euch, wie ihr passend zu deiner Geschichte diese Löwenmaske nachmachen könnt. Falls ihr die Geschichte noch nicht gesehen habt, verlinken wir sie euch noch in der Infobox. Viel Spaß beim Video! Also ihr habt ja in eurem Umschlag einen Pappteller bekommen und ein Gummiband. Und auf dem Pappteller sind so zwei Augenschlitze vorgezeichnet und die müsst ihr jetzt als erstes mal ausschneiden. Da sind schon zwei Löcher drin, das heißt, ihr müsst einfach nur noch mit der Schere rein und dann ausschneiden. So, wenn ihr eure Augen ausgeschnitten habt, dann können wir die Schnauze von dem Löwen malen. Okay, dann könnt ihr die Maske einfach anmalen, so in Löwenfarben, also so gelb, rötlich, orange. Und da könnt ihr Wasserfarben nehmen oder Buntstifte oder Filzstifte oder Wachsmalkreiden. Ich habe jetzt hier Wachsmalkreiden. So, wenn ihr den Tiger dann ausgemalt habt, dann schneiden wir noch am Rand hier so ein paar Schlitze rein, dass es aussieht wie die Mähne. Da müsst ihr nur aufpassen. Hier an der Seite sind zwei Löcher, dass ihr die nicht aus Versehen mit durchschneidet. Dann könnt ihr einfach einschneiden. So, wenn ihr alles ausgemalt habt, dann könnt ihr euch euren Gummi nehmen und dann durch das Loch auf der einen Seite fädeln. Und dann hier am besten einen Doppelknoten reinmachen. So, und dann auf der anderen Seite. So, fertig. Jetzt könnt ihr sie aufsetzen. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!